So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Virtue Celeste Reward. Beim letzten Mal haben wir uns gemeinsam mit Alice und Clover durch einige ziemlich schwere Rätsel gerätselt, zumindest meiner Meinung nach. Also ich habe mich jedenfalls ziemlich beschissen angestellt dabei, also vielleicht liegt es auch daran. Vielleicht liegt es auch einfach an mir, vielleicht waren die Rätsel gar nicht so schlimm. Mir kamen sie jedenfalls ziemlich schlimm vor, mit bisher am schlimmsten, würde ich sagen, von allen Rätselräumen. Aber wie auch immer, wir machen uns jetzt auf in Richtung des 45 zweiten MB minutes Games, indem wir gegen Clover spielen werden. One of the other team. The Ja, rest of us aren't mal even wieder back yet. wurden die Türen geöffnet, obwohl noch nicht alle da sind. Welch ein Wunder. Es war ganz sicher nicht Dio. So, wer kommt da jetzt? Das war ein Grant. Boah. Did you just get Yes, back? we did, but then the team that opened the AB gate must have been the ones who went through the blue door. Kamen die nicht gerade aus der blauen Tür? That would be Luna, Bai and Dio. Ja, wie gesagt, Dio, klar. Wait. You guys went through the green door, didn't you? And why the hell did you come out of the blue one? Okay, gut, es wird noch There's an angesprochen. explanation for that, I Ja, promise. erzähl. Just tell me, have any of you seen Quark? Ach so, ja, Quark ist abgehauen, also habt ihr nach ihm da gesucht, wahrscheinlich. He's gone. On the other side of the green door, we found a room called the treatment center. We Kenn ich found den Ort, your key tatsächlich. Cards and left. So we went through the blue door to see if he'd gone in there. No, that's not it. Look at this map. Ich gucke mir die Karte an. Aha. Aha, ich gucke sie mir ganz genau an. Ich verfolge den Punkt. Achso, ihr kommt dann zur ja, Lagerhalle und von da aus kann man dann zurück durch den blauen Raum, durch die blaue Tür, ne? Ja, genau, okay, klar. Ja, ergibt Sinn, ergibt Sinn. Schön, dass wir die Karte haben, nicht wahr? So, go through the green door and the treatment center. And eventually you end up at the blue door. It looks like there's a pretty big room in the middle there. What is it? A warehouse similar to the one on floor A. In any event, we've spent some time searching. But have been unable to locate Quark. Huh. Well, maybe he went back to the other floor already. That is a possibility. I will return and see. I'm going back through the blue door. Figure I'll take a look at the area Luna and her team were searching. Yep, good idea. I'll come with you then. We've got a better chance at finding him with two pairs of eyes. I guess there's nothing for it. I'll help look for him. Me too. Then we'll leave Floy to you guys. Let's go. Come on, Clover. Right behind okay. you. Okay. Dann gucken wir mal gemeinsam. Ich weiß nicht, welcher Raum war das? Auf der Timeline hier. Nee, gerade keine Ahnung. Wir werden es ja gleich sehen. Warum muss ich darüber nachdenken? Ich weiß es auch nicht. PEC. Achso, der Raum. Ja, da war ich jetzt schon oft genug mittlerweile eigentlich. Ist das, glaube ich, schon mein dritter Besuch hier? Ja, ich glaube schon. Da habe ich doch einige schöne Erinnerungen dran. Ich hätte mir Clover ihre gesamte Vergangenheit erzählt, oder zumindest einen großen Teil davon, vielleicht noch nicht alles, ich weiß es ja nicht, naja, egal. What is this place? It looks like a bunch of hazmat suits, probably for protection against viral or chemical agents. Ja, schon ganz richtig. So, these things keep you from getting sick. Yeah, that's the idea. We should ask Luna's group about them. They investigated this room first. Ja, ich kenne den Raum ja auch schon, zum Glück. Und du auch, aus einer anderen Timeline zumindest. Well, let's have a look then. Also fahren wir nochmal runter, wo das Häschen mittlerweile nicht mehr steht, zum Glück. Das gruselige, gruselige Häschen. Damn, he's not here. Oh, Quark, where the hell did you go? I should have kept a closer eye on him, if I'd just been watching. Vielleicht erfahren wir jetzt mal ein bisschen mehr darüber, wahrscheinlich nicht. Ja, was halt deren Verbindung genau ist, wüsste ich halt echt gerne. Sunny looked very, very tired. Don't worry about it. I'm sure we'll find him. Come on, let's go try somewhere else. I put a gentle hand on his shoulder and guided him towards the exit. Hm? Hey, Dio, was machst du hier? Also wir haben Quark oben, wie zu erwarten, nicht gefunden und sind jetzt gerade auf dem Weg nach, ja, zur unteren Lagerhalle, aber tatsächlich ist Dio nicht in einem der AB-Räume, was mich ein bisschen überrascht. Dio! Yeah, it's just you. I'm guessing you haven't found Quark? Ach, du suchst auch nach ihm gerade. I ran into Clover and Alice in the warehouse up on floor A. They told me about Quark and how you're all looking for him. So he hasn't come back to the warehouse? Nope. Maybe he just went off to ruminate on a solution to this game. Chewing his cut, so to speak. What? Well, that's what ruminants do, isn't it? Hey, this is no time for jokes. You should be out there looking for him too. Why would I do that? Okay, sucht nicht nach ihm, aber was machst du dann hier und warum bist du nicht in einem der AB-Räume, wie du es sonst immer bist? Sounds so boring. Aren't you worried about him? Why the hell would I be worried about some kid I've never even seen before? What?
For all I know, he's Zero Senior. He could be hiding in some swank little cubbyhole, swirling a glass of brandy and gloating. Look at all those fools running around. That's insane! Ich meine, eigentlich gibt es schon viele Sachen, die dafür sprechen mittlerweile, wenn wir die anderen Timelines uns angucken, aber nein, nein, einfach nein. What, there's no way? Are you sure? Nein, sicher bin ich mir nicht, aber trotzdem, komm schon. Zero looks like. Es wäre echt dämlich irgendwie. You could totally be a kid. I warned you, Tenmyoji. I told you it was a bad idea to just swallow everything that little bastard told you. I trust Quark. Suit yourself. Just don't come crying to me when it bites you in the ass. The air grew thick with tension, but before that, Tempest managed to set it alight. Fire burst into the room. Und zwar weil... Sigma. Ja. Dude, you've got Tenmyoji and Dio with you. Tatsächlich habe ich die dabei, found ja. Something. Quark? Come on, all of you. Ja, wahrscheinlich nicht Quark. Natürlich nicht Quark. Just, you'll understand when you get there, all right? Wir kommen schon. Wir kommen schon. Habt ihr jetzt schon wieder die Bombe gefunden? Oder habt ihr eine Leiche gefunden? Oder beides? Ich meine, auf der Timeline haben wir eigentlich nie Bomben gefunden. Von daher würde mich das ein bisschen überraschen. Aber Leichen? Klar, vor allem Alices Leiche wäre eigentlich... Ja, nicht allzu unerwartet, würde ich sagen. Keine allzu große Überraschung. Mittlerweile. Das ist auf jeden Fall nicht der Raum, wo wir die Bombe normalerweise finden. Nee. Warte mal, Luna ist auch hier, oder? Okay. Sie sind einfach wieder beide tot. No. What in the world? Warum auch nicht? Warum auch nicht? Your heart stops. Your bracelet comes off. There was a roaring in my ears, breathing, heartbeat, but my footsteps sounded muffled, as if I was hearing them through layers of cotton. I pressed a shaking hand to Alice's neck. Her skin was still warm, but the only pulse I felt was my own. Luna was the same. They are dead, both of them. By then everyone had arrived, cramming themselves into the small cabin. Nobody spoke. Silence fills the room, flowing into my ears and throat like cold, brackish water. A chill shuddered its way through my body. I stood there frozen, staring at them. I'd seen the corpse before, when we discovered this old woman. But this was different. The old woman had always been dead, at least to me. But Alice and Luna, I had known. They'd been living, breathing people less than an hour ago. Reality settled around my shoulders like a thick lead blanket, and my chest felt suddenly hollow. Who found them? My throat felt dry as I spoke. It was a full minute before someone answered. Wow. Clover, I think. Uh-huh, Clover. Ich bin auch immer noch ein bisschen misstrauisch ihr gegenüber, was Morde angeht, aber ich weiß nicht. Ich habe absolut keine Ahnung mehr, was hier genau passiert ist und was für Hinweise wir schon hatten, aber vielleicht sind es auch nicht unbedingt... Ja, vielleicht ist es auch nicht unbedingt derselbe Mörder. Dio hat ja hier auch noch nicht das Messer zum Beispiel genommen, was er auf der anderen Timeline auf jeden Fall getan hat, als wir die beiden Leichen gefunden haben. Und was mich gerade ein bisschen stört ist, ich habe mich gefreut, dass ich mit Alice gemeinsam gegen Clover antrete, weil dann hätte Clover wahrscheinlich diesmal wirklich Ally gewählt. Ja, sie hat jetzt Alice schon mal hintergangen, aber sie hat selbst gesagt, dass es nur wegen Kay war. Könnte eine Lüge gewesen sein, klar, aber ich glaube es jetzt einfach mal, dass sie jetzt nicht Alice umbringen wollen würde. Vielleicht, wahrscheinlich, hoffentlich, whatever. Mein Punkt ist, jetzt wo Alice tot ist, kann ich ihr absolut nicht mehr vertrauen, muss wahrscheinlich gleich Betray wählen. Aber mal sehen, mal sehen. When Kay and I ran over, she was just kind of standing there next to the bodies. Vor allem, weil sie, wenn Alice tot ist, für gewöhnlich noch angepisster ist als sonst. Und noch mehr niemandem vertraut. Aus offensichtlichen Gründen. It was pretty clear they were both dead. I think Clover killed them. Ja, ist eine gute Idee eigentlich. Me? Kill them? You got into a fight with Alice after the AB game, didn't you? It looked like you two knew each other before you ended up here. So maybe you were trying to get her killed. None of us had any connection to her, which means you're the most likely to have a motive for murder. It's easy to see why she would have killed Luna, too. She probably caught you offing Alice, so you did her in, too, so she wouldn't rat you out. And the AB game is a motive, too. What do you mean? When someone's dead, they can't vote anymore. That means they'll automatically ally. Yeah, aber ich bin noch hier. Just saying. If your opponent's guaranteed to ally, then that's an easy 3 points. Ich lebe noch. Hallo.
Du bist Lunas Opponent. Achso, ja. Me and Dio. Gut, das sieht echt nicht gut für euch aus, würde ich dann sagen, ne? Weil that would mean Dio had a motive as well. Clover hatte aus der Hinsicht erstmal noch kein Motiv für Alices Mord. Yep, Alice saw him killing Luna, so he had to shut her up. Why the hell would I do something like that? Pay attention next time. You do it to get an advantage in the next round of the AB game. What kind of cold-hearted bastard kills a lady for a few points? I'm more interested in Alice's condition than in her killer's motives. I am as well. What do you mean by her condition? Her clothes are barely disturbed. Sie hat ja auch kaum Kleidung. Wie soll denn auch ihre Kleidung dabei? Ach, egal. If it weren't for the knife and blood, she would look as if she was sleeping. Ja, ihre Kleidung wurde echt kaum beschädigt. Ist schon richtig, tatsächlich. Yeah, you're right. Well, maybe she was just killed while she was sleeping. If she wanted to take a nap, why sit on the floor when there's a bed nearby? That is a little strange, but a better question is, would she really be sleeping right now anyway? Hardly seems like a time for a nap. She was probably put to sleep then. Oh, come on. How did Zero Senior knock all of us out? So you're suggesting that Zero Senior knocked them out with the white gas, then killed them both? Yeah. However it happened, one of the people in this room did it. Well, maybe not one of the people in this room. I forgot about somebody, didn't I? Are you talking about Quark? He disappears and then suddenly there's a murder? I don't know about you, but that seems pretty suspicious to me. Nah, that's crazy. Quark couldn't have done this. Naja, ich meine, wenn sie schlafen, weil er sie irgendwie eingeschläfert hat mit Gas, dann hätte er auch auf jeden Fall bessere Chancen im Nahkampf, würde ich mal sagen, ne? Alright, then why'd he disappear? There must have been some kind of accident. Then I might have it backwards. If he wasn't the murderer, maybe he was one of the murdered. That would explain his sudden disappearance, right? You son of a bitch. Ich meine, recht hat er, aber wir wissen ja, Quark hat irgendwie Superkräfte teilweise. Von daher. Dio, knock it off. That's going too far. Oh, whoa, calm down there, big guy. Don't tell me it never crossed your mind. I just said what you were all thinking. Ja, ich habe beides darüber schon mal ein bisschen gedacht, aber whatever. 10 Minuten? Ja, 10 Minuten natürlich. Können wir dann jetzt bitte? Alright, time to head for the AB rooms, guys. Come on, we've got more important things to worry about. Oh, so you're gonna abstain, huh? That's some good luck for you, Clover. Nein, werde ich nicht. Sigma was paired with Alice. Sadly, it looks like she won't be able to vote during this round. If Sigma abstains, then you'll have no one voting against you. Clover? Hey, come on, cheer up. This is your chance to escape. Escape? That's right. Right now, your BP's at 6. Sigma's saying he won't vote, so if you choose betray... Clover would get 3 points, bringing her to 9. Richtig. Well, hold on there. I didn't say anything about not voting. Oh, so you are going to vote? Yeah. Well, you are, right? How exciting. Sigma should have 6 BP, just like Clover. That means this next round is a one-on-one fight. If one of them can trick the other one, they'll have enough BP to get out of here. Can't wait to see who wins. Fucking Arschloch, aber recht hast du ja, recht hast du ja. Oh, this is definitely getting interesting. Right. We should get to the Floor A warehouse, guys. Come on. Ja, wir gehen. Ich glaube, ich werde echt Betray wählen müssen. Also jetzt im Ernst. Sie wird mir nicht vertrauen. Auch wenn sie jetzt so tun wird, als würde sie mir noch vertrauen, weil es dann offensichtlich ist, dass ich sonst Betray wählen würde und so, aber... Hey, Clover, can you choose ally? We'll be stuck at 6 points if we both chose Betray. But if we both cooperate, we'll get 2 points and then we'll have 8. That means it'll be pretty easy for us to get 9 in the next round. Clover? Yeah? I said I want you to choose ally. Okay, you'll choose ally too, right? Yeah, of course. She gave me a strange sort of absent nod and turned to shuffle into the closest AB room. I wasn't sure if she'd actually understood me, but given the effect that Alice's death was having on her, I didn't think there was much else I could have done. I was preparing to enter an AB room of my own when I heard Fi's voice at my elbow and turned. Sigma, we need to talk. Yeah? Machen wir gerne. Oh, hey Fi. Something up? How are you planning to vote? Betray. I was just talking to Clover about that. We're planning to both vote ally. Yeah, I thought so.
Listen to me, Sigma. Because Luna is... Because Luna's not voting in this round, her vote will default to Ally. Her opponent is Dio and me. That means we're pretty much guaranteed to have 9 BP by the end of this round. You and Dio are going to choose Betray? Luna's only got 1 BP left. Und sie ist sowieso tot. But she's not wearing her bracelet anymore. You saw that, right? That means it won't do anything if her BP goes negative. Well, it's not like it can make her any deader anyway. You have to betray Clover. If you can get to 9 BP, then I'll take you with us. Wait, you mean you're planning to escape? Of course. If you don't come with us, you're gonna be stuck here for the rest of your life. Why? If you just wait until everyone's got 9 BP... I can't do that. You really think Dio's gonna stick around once he's got enough points to split? Ja, dann wählt halt Ally. Aber recht hast du, recht hast du. You gotta make a choice here. The number 9 door is only gonna open once. If you pick Ally and Clover does too, then you only have 8 points. I promise you, Dio's gonna make a break for it as soon as he can. If you wanna have any chance of getting out, you need those 3 points. Now. So if I want to get out, I have to betray Clover. Right. Why are you telling me this? How do I know you didn't just tell Clover the same thing? Talk to Clover? I'd have about as much luck talking to a potato right now. The truth is, I want you to come with me. Why? I just know that you're important, somehow. Ja, ich bin der Protagonist, schon klar, aber seit wann bin ich dir wichtig auf irgendeiner Ebene? You just know, huh? Oder meinst du das wirklich von wegen, du hast schon vorher gesehen, dass ich irgendwann noch wichtig werde, aus irgendeinem Grund für irgendwas? Did you tell Kay? He's got 6 points right now too, you know? No, I haven't talked to him. He's playing against Tenmyoji. Tenmyoji's only got 1 point left. So if he chooses Ally, he's going to get penalized. Exactly. Ja, aber... It's almost time. Wenn wir rausgehen, werden eh alle anderen hier eingesperrt. Also ob sie jetzt sterben oder hier dann weiter leben, macht auch keinen großen Unterschied, oder? Mal ganz im Ernst. Remember what I said. You have to choose Betray. Yep, okay. I got it. Eigentlich war sowieso mein Plan, aber jetzt nach dieser ganzen Erklärung habe ich das Gefühl, dass Clover echt Ella wählen wird, also... Ist das richtig? Ist das richtig? Tue ich das Richtige? Wahrscheinlich nicht. Is Clover really going to choose Ally? If she does, then all I have to do is choose Betray and I'm out of here. I promise I'd choose Ally. So that's what I'm going to do. But he is almost certainly going to have 9 BP after this round. If he gets out, I'm going to be stuck here forever. 10 seconds remain until Ambidex game polling closes. Okay, denken wir mal logisch darüber nach, was den Spielaufbau angeht. Das ist nicht das wahre Ende, das ist offensichtlich. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich 9 Punkte bekommen und raus können, dann würde das nicht heißen, dass wir dann gewonnen haben. Also auf irgendeiner Ebene schon, klar, aber es würde nicht heißen, dass wir das Spiel dann durch haben plötzlich. Es würde aber viel eher wahrscheinlich heißen, dass wir die Außenwelt sehen und dann wahrscheinlich sehen, dass die Außenwelt ziemlich am Arsch ist oder sowas. So ein bisschen, ne? Ich wollte jetzt gerade fast ein anderes Spiel spoilern, aber ihr wisst genau, welches Spiel ich meine. und ich denke, das wäre vielleicht jetzt interessant für zukünftige Informationen, die wir noch auf anderen Timelines brauchen könnten, die wir dadurch vielleicht noch bekommen, wenn wir die Außenwelt sehen und ein bisschen sehen, was damit los ist. Also würde ich gerne Betray alleine deswegen schon wählen. Und wenn sie auch Betray wählt, dann ist sowieso Ella die falsche Wahl aus offensichtlichen Gründen. Von daher, Betray, komm, es muss jetzt gerade sein. Ich vertraue ihr sowieso nicht. Und selbst wenn ich vertrauen würde, hätte sie es nicht verdient, dass ich ihr vertraue. Nach ihrem Drecksverhalten, das sie schon teilweise gezeigt hat hier. Jedem gegenüber. Immer und immer wieder. The door ground open and I stepped out. All around me other AB rooms were disgorging their occupants. Wait! Dio! Huh? Vice voiced echoed hollowly across the room. I followed her eyes to the number 9 door. And to Dio. Der jetzt echt direkt dahin rennt. Dio? No. I shook my head. I had to get to that door. Ich meine, die Tür bleibt noch eine Weile offen, von daher
No, he's going to try and open it. Damn right I am. But the result... like I need to wait for that. Richtig, er weiß schon, was sein Partner gewählt hat. Huh. Dio's BP was its... Ja, wir haben es alle verstanden, vielen Dank. All he had to do was pick Betray. And he'd have 9 points, right? Excellent answer. I hope you remember to show your work. But Bai was Dio's partner. And her BP was the same as Dio's. Richtig, also hat sie auch 9 BP. That means she has 9 now as well. Exactly. It was 9 the moment we stepped out of the AB room. Why? Why didn't you stop Dio from choosing Betray? Weil sie auch raus will vielleicht? You got the wrong idea, old man. This wasn't just my decision. We both decided to vote this way. Is that true? Yeah, I didn't have a choice. You didn't? Because of you, Luna's BP is -1. So? What, she's gonna die again? Zero can pump all the poison he wants into her. It's not gonna make a difference now. Besides, her bracelet's already fallen off. You... Then why did you try and stop Dio, Fi? I believe I heard you cry out, wait, as he headed toward the number 9 door. Damit er vielleicht nicht alleine rausrennt? Are you planning to wait for the rest of us? Did you just want to get your BP up to 9 to reduce your own risk? Sorry, but no. Nicht ganz so nett, nein. The only reason I stopped Dio is because I needed to know what someone else voted. Someone else? But that would be... Ja, das werden wir gleich sehen. Was habe ich bloß gewählt? Ich weiß ja nicht. Ja, und Kay wird auf jeden Fall Ally gewählt haben. Davon gehe ich einfach mal aus erstmal. Also, Betray, Ally. Wow, welche Überraschung. Ally, Ally. Ja, Clover. Well, ne, es ist schade. Es ist schade, dass das passiert ist und so, aber ich kann mit raus. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das so früh mal passieren wird, aber doch, doch, da kommt es schon. 3 von uns haben 9 BP. That, no. You betrayed me, Sigma. Yep. Why? Es tut mir fast leid, aber eigentlich hast du es verdient. Eigentlich hast du es verdient. I... What other choice did I have? To keep your promise, you jerk! You liar! You're a coward! You don't care about anybody but yourself! Ach, so würde ich das nicht sagen. Aber ich muss halt mal alle Timelines abgehen, ne, von daher. All you wanted was to get out of here! So kann man halt immer argumentieren, ja, ich muss halt alle Timelines mal abgehen. Also eigentlich hatte ich gar keine Wahl, als alles zu wählen. You're horrible! I hate you! Ja, ich dich auch, keine Sorge. Wait a minute. Just listen to me for a second. What if I did? Dio and Fi were going to get 9 BP. The door would have been opened whether I had 9 points or not. So? You picked Betray because you didn't want to get left behind. Ja, schon richtig. No, that's not it. How could we know if they would go to get help once they escaped? I can trust Fi, but Dio is different. I didn't know what Dio might do to Fi after they went through the door. What if it turned out to be Zero Senior? So I figured that if they were going to escape anyway, I should go with them and make sure they... Is that it? Is that your excuse? Ich meine, das ist eine bessere Entschuldigung als die, die ich hatte, denn ich hatte gar keine. Liar! Okay. Liar! You're just like Dio! You're a coward! Was soll ich dazu noch sagen? Whatever. Am besten gar nichts. Just fine. I was stupid to trust you. Clover Eye. I heard a clang and turned. Dann gehen wir mal raus. Mal sehen, was da draußen auf uns wartet. Ob irgendwas da draußen auf uns wartet. Ob noch irgendjemand da draußen auf uns wartet. I went ahead and opened it. Gonna have plenty of time to watch soaps on the outside. So I didn't feel like I needed to stick around to see how this little drama played out. Ach ja, mein Schatz, ach ja, mach mal. Dio! All right, lady and gentlemen, shall we? Why so serious? This really isn't the time for hesitation. Ja, wir kommen ja schon. You both crossed a line you weren't supposed to cross. You betrayed your friends. Am I right? I'm right. But you didn't have a choice, did you? You had to survive. Isn't that the way an animal thinks, though? Don't get me wrong. I see the logic, but it's kind of animal logic. Still, you made your bed. Now you gotta lie in it. If you're gonna be an animal, be an animal. Own it. The losers, the weak, throw them away. That's how nature works, my friends. That's life at its most pure. You get me? Now come on, hurry up and... Okay, Dio, ja. Werf noch ein bisschen dumme Philosophie in mein Gesicht, wenn du Spaß dran hast.
ich bin jetzt nicht unbedingt deiner Meinung insgesamt, aber wie gesagt, meine Begründung ist einfach nur, ich wollte gerne sehen, was da draußen ist. Und ob wir sehen, was da draußen ist. Well, stay if you want. No skin off my Ja, mein Gott, wir gehen ja schon. Wait! God damn it, Dio! Dio! Mensch! Tenmyoji leapt forward. Dio faked left, then dashed right, slipping around Tenmyoji and through the door. Three. Ja, hätte vielleicht mal versuchen sollen, der nicht so alt ist. Tut mir leid, aber ist halt so. The number 9 door is closing. Ich hoffe, wir gehen auf die andere Seite noch vorher. Fei. Ja. Let's go, Sigma. Ja, mein Gott. Shut up. Just do it. Leute, wir müssen echt hier durchgehen. Okay, wir gehen noch durch. Natürlich. Ja, doch, ist auch machbar gewesen. Sah ein bisschen knapper aus eigentlich. Okay. Dann mal sehen. Und die Tür wird verriegelt. The number this ends the nonary game. Yay, es ist vorbei. Thank you for your participation. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Sigma! Phi! Dio! Open up! Ich glaube, das geht nicht. Open this goddamn door. Tut mir leid. Würde ich sonst sehr gerne. Oh nein, ein Rätsel? Oder ist es einfach nur ein Schalt? Okay, wir können einfach damit hochfahren. Ich dachte schon, wir müssen noch ein Rätsel lösen erstmal. Sah ein bisschen danach aus, aber nein. Alrighty then. Here we are. Is that a hallway? Only one way to find out. Just as Fight guessed, on the other side of the door was a white hallway. Unfortunately, it seemed to stop in a dead end. It took only a second to find a familiar-looking door on the left side of the hallway. We opened it and stepped inside. Okay. Wir sind wieder hier. Was soll der Scheiß jetzt? Oh. This must be the prep room. I think I searched this place with Dio and Luna. Yeah, ich kenne den Ort auch. Well, this is probably just another one that looks like it. Ja, würde von der Positionierung halt keinen Sinn ergeben, ne? Der war ja unter uns. You really think you would have been able to get to something on the other side of the number 9 door? Hold up. You know about the one on floor B2? Yeah, I visited it with Tenmyoji when we were looking for Quark. Huh. So, you know that the pressure in here is a lot higher than the pressure outside? So viel haben wir uns hier nicht umgeguckt, aber ich weiß es schon aus anderen Gründen. What? Oh, you didn't. What are you talking about? Didn't I just say what I'm talking about? The air inside this facility is kept at a higher pressure than the air outside. Apparently, they're doing it to keep the virus from getting in. If you're leaving, you have to lower the pressure until it matches what's outside. This room is where you prepare for all of that. See those suits over on the wall? They keep you from getting infected once you're outside. You have to put one on before you can go into the pressure exchange chamber downstairs. How do you know all that? Weil es in dem Raum hier rumlag als Notiz. Luna told me. Oder auch so. Really? Ach, stimmt, hat sie sich hier gar nicht umgeguckt. Ich bin ein bisschen verwirrt gerade, wer hier alles drin war, aber doch, doch, sie war ja mit Dio und Luna hier, klar. Wait, why did Luna know all that? Apparently it was all in a manual she found in a room we searched. Ja, okay, dann war's doch so. Mein Gott. Whoa, 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 wait, go back. You said there's some kind of mysterious virus out there. Well, I wouldn't say it's mysterious. I think it's that Radical 6 thing Alice was talking about. Don't quote me on that, though. That sounds bad. Well, we've come this far. We can't turn back now. Ja, warum sollten wir überhaupt raus wollen, wenn draußen eh alles am Arsch ist, ne? Ist immer so eine gute Frage eigentlich, in so einem Moment, aber let's hey. Get those suits on and head outside. Gehen wir halt einfach raus. No argument here. Let's do it. We climbed into the protective suits in silence, then headed down to the pressure exchange chamber. Diesmal ohne Rätsel. Hoffentlich. With a quiet hum, the process began. I could hear the soft hiss of air leaving even through my helmet. There was nothing to do until it finished, but wait. Then, out of nowhere, Dio spoke up. I never thought I'd succeed so easily. It took me a moment to realize his voice was coming from the speaker in my helmet.
Apparently the radio was designed to activate automatically. You mean getting out of here? You're thinking too small. I guess I can tell you who I really am. Das ist wirklich eine gute, interessante Sache. What? You see, the thing is, I'm a hero. Nicht Zero? Nur Hero? I was sent here from far away to save mankind. Und das tust du, indem du was genau tust, hier ausbrichst? Und warum bist du dann hier? What? Too surprised to speak? Dio, I think maybe you should calm down a bit. I'm all excited to be getting out of here, but... Oh, never mind. You're clearly too small-minded to understand. Ja, Dio, genau. Erzähl. We were still going back and forth when the quiet hiss of air escaping slowed. And stopped. A door at the end of the room slowly ground open. Endlich!